Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Sendung Newsart hier auf Unart Live TV. Ja, wie man sieht, ich habe eine kleine Wette mit meinem Friseur verloren. Mein Friseur heißt in dem Moment Samsung und ist nur so groß. Ich hoffe, ihr habt einen Friseur, der größer ist. Ja, nein, es ist ja eine Frisur, wo man sagen kann, gerade für den Winter ist das sehr, sehr geeignet. Und ich sage immer dazu, nur die Harten kommen im Garten. Aber ich will euch gar nicht mit meiner Frisur heute belästigen. Die sieht ja sowieso immer anders aus. Ich möchte euch heute wieder viel mehr Neuigkeiten der Szene näher bringen. Ich möchte vielmehr wieder diverse Veranstaltungstipps für euch präsentieren und natürlich auch das eine oder andere, vielleicht auch ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ja, so, kommen wir mal zur ersten Neuveröffentlichung. Bettina Bormann bringt ein neues Buch heraus. Am 30.11. erscheint Das Flüstern der Mördermuscheln. Auf 251 Seiten bringt sie 38 makabre und ja auch gruselige Kurzgeschichten mit. Das Grausame wirkt anfangs immer recht nett und dann zeigt sich, wie beängstigend, tödlich und auch absurd es sein kann. Die Frontfrau der Formation Oberer Todpunkt zeigt euch hier ihre fantastische Welt. Und ebenfalls am 30.11. erscheint Titans Remain von Kronos Titan. Acht Tracks erwarten euch. Lange war es ja ruhig um Per Axel Lundgren und Preben Jones. Doch nun gibt es wieder neues Material der beiden. Ja, nach 16 Jahren Pause präsentieren sie nun ihre bekannte Mixtur aus Samples, Elektro und auch Industrial Klängen. Bei einigen Live-Auftritten in diesem Jahr konnte die Band bereits einige der neuen Tracks ihren Fans auch präsentieren. Die nächste Veröffentlichung, die am 30.11. ebenfalls natürlich erscheinen wird, ist wieder eine Limited Edition und zwar von Die Perlen. Da erscheint nämlich die CD Zurück. Es erwarten euch 14 Songs und als Limited Edition, wie ich es gerade schon erwähnt habe, erscheint das Teilchen und das ist nur auf 500 Exemplare beschränkt. Also ein nummeriertes Digipack erwartet euch hierbei. Die Nürnberger Formation hatte sich eine dreijährige Pause gegönnt, um zum Teil bei anderen Projekten, zum Beispiel die Funkhausgruppe, mitzuwirken. Doch nun geht es auch mit neuen eigenen Songs wieder los. Mit einem neuen Label im Rücken setzen sie nun auch hier ihre neuesten Ideen um. Die Freunde von Douglas McCarthy dürfen sich freuen, denn in diesem Jahr erscheint das Solo-Debüt von Douglas McCarthy und zwar am 30.11., das ist wieder das magische Datum, da haben wir es wieder, da erscheint nämlich Kill Your Friends und das direkt auch in verschiedenen Version 12 Tracks plus 3 Bonustracks auf einer zusätzlichen CD, also Remixe und Songs, die auf der Schallplatte nicht enthalten sind. Erscheint eben, wie ich Schallplatte, klar, habe ich gerade erzählt, als Vinyl plus Bonus-CD, als farbige Vinyl Limited Edition oder als 12-Inch Remixes auf farbigen Vinyl, die lediglich 2 Remixe enthält. Die limitierte farbige Vinyl Edition ist auf 300 Stück begrenzt und kommt mit originalen Autogrammen auch daher. Der Mitbegründer der Kultband Nizza App ist hier erstmals als Solokünstler unterwegs. Wie ich schon gerade sagte, es ist ein Solo-Debüt. Seit den frühen 80er Jahren macht er nun schon Musik und da war nach Meinung der Redaktion auch hier ein Solowerk längst überfällig. Wir bleiben beim magischen Datum, der 30.11., wie immer. Also nicht, dass ihr der Meinung seid, ich wiederhole mich. Nein, das ist das Datum. Meistens ist ja immer einmal in der Woche ein Erscheinungsdatum. Und da schmeißen sie dann alle ihre Tracks und ihre LPs und ihre CDs auf den Markt. Das ist wieder der 30.11., da erscheint das Riot und zwar von den Golden Apes. 12 neue Songs erwarten euch. Es ist das 7. Album der Gothic-Formation aus Berlin. Das ist sehr direkt und auch resolut geworden. Seit mehr als 10 Jahren hat diese Band
einen festen Platz in der Szene. Erscheinen tut es bei AF Music. Also in 2012 gibt es zudem noch einige Live-Termine. Nachlesen könnt ihr das auf www.goldenapes.com. Die Merciful Nuns veröffentlichen ebenfalls am 30.11. Das Album Goetia 4. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Darauf erwarten euch 8 Songs. Ja, die deutsche Gothrock-Formation gibt es zwar erst seit 2010, dennoch hat sie es geschafft, sich Kultcharakter zu verschaffen. Und ja, der Sound ist weiterhin von dunklen Gitarren und der Stimme von Arthaud Seth getragen. Melancholie und Verzweiflung sind die zentralen Themen, die in tiefgründigen Texten natürlich zur Geltung kommen. Ebenfalls am 30.11. erscheint von Anna Aliena etwas weiteres, ja, alter Song im eigenen Kleid, so schreibt es die Redaktion. Da kommt nämlich die Single Gloomy Sunday in den Handel. 2 Versionen des Titeltracks erwarten euch. Die Ausnahmekünstlerin, die nach eigenen Angaben Alien Pop macht, hat den berühmten ungarischen Song Trauriger Sonntag zu Deutsch über. Also, ja, ich habe es mit Ungarisch nicht so, deswegen gebe ich jetzt die deutsche Übersetzung, Trauriger Sonntag, in ihren eigenen Versionen aufgenommen. Anders als andere Künstler, die dieses Lied in der englischen Übersetzung neu vertont haben, hat Anna Aliena eigene Texte zur Melodie verfasst. So entstanden Gloomy Sunday, Suicide Drive und Gloomy Sunday, Lovers in War. Beide Songs haben aber immer noch das Thema des Originals inne. Fast 60 Jahre nach Erstveröffentlichung des Songs gibt es nun wieder neue Varianten davon. Natürlich kündigen wir auch immer wieder Re-Releases an und nun habe ich das nächste Re-Release anzukündigen, Onslaught. Die bringen nämlich ein Album neu heraus. Auch am 30.11. Erscheint The Fourth als Re-Release. 7 Tracks sind da drauf, erscheint also mit 12-seitigem Booklet im Jewel Case. 1986 erschien The Fourth. Und das war damals und nun wird die Scheibe als digital überarbeitete Neuauflage unter dem Label AFM Records noch einmal in den Handel gebracht. Für das Mastering war Jakob Hansen verantwortlich, der auch mit Volbeat oder Destruction arbeitet. Es war das 2. Album der Trash-Metal-Formation aus Bristol und noch immer sind die Hits von dieser CD live bei den Fans sehr, sehr beliebt. Nun habe ich wieder ein Debütalbum anzukündigen, Lynn Oblique. Drowning World heißt das gute Stück, auch am 30.11. ist das Erscheinungsdatum dafür. Hierauf sind 11 neue Songs zu hören. Klar, auf dem Debütalbum, da ist Logo, dass da 11 neue Songs so drauf sind. Und 2007 fand sich die Band zusammen. Und dieses Mal erscheint das erste offizielle Album. Die Einflüsse reichen von Depeche Mode über Keen bis hin zu Danny Elfman und Ennio Morricone. Daraus ist ein elektronischer Sound entstanden, der mit tollen Vocals und tanzbarem Synth-Sound überzeugt. Für alle Schubladendenker ist eine Einordnung ein Oblique machen Elektro-Noir, so könnte man es ausdrücken. Es erscheint bei dem Label Infected Recordings. Pokorny Music Solutions huldigt den 90er Jahren, so schreibt es hier die Redaktion so schön. Am 30.11. erscheint hier eine Compilation namens Diskothek 90. 22 Songs gibt es auf dieser Doppel-CD und sie enthält viele Maxi-Singles aus den 90er Jahren, die damals die Tanzflächen gefüllt haben. Zum Beispiel Experience mit Neverending Dream, Gem and Spoon Ride in the Night sowie Wickfield Saturday Night etc. Viele Künstler aus dieser Zeit sind auch heute noch erfolgreich, so etwa Alex Christensen, der mit U96 seine Anfänge hatte. Es gibt verschiedene Maxi- und Remix-Versionen auf die Ohren. Ich kann nur empfehlen,
greift zu. So, ihr dürft jetzt schon mal den Partykalender zücken und den Kugelschreiber anspitzen, denn jetzt gibt es wieder die Partytermine angesagt und da gibt es so einiges zu vermelden. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz wichtig das Umbaco Band Contest. Haben wir wieder was anzukündigen, denn jetzt wird es ernst. Bereits in der vergangenen Woche starteten die ersten Vorrunden für den Band Contest Alternative und Metal Runde 1 sind durch und in dieser Woche könnt ihr den Bands bei Pop und Gothic IBM Industrial die Daumen drücken. Am 30.11. und am 1.12. geht es in der Waschkaue der Kokerei Hansa in Dortmund Emscher Allee 1 zur Sache. Die Waschkaue wird für alle Vorrunden entscheide die entsprechende Location sein. Am 7.12. geht es für die Metalbands in die zweite Vorrunde und am 8.12. ist die Alternative-Riege wieder an der Reihe zum zweiten Durchlauf. Bei jeder Vorrunde gibt es einen bekannten Headliner, der außer Konkurrenz läuft und den Abend mit einem Konzert beschließt. Alle Vorrundentermine könnt ihr nachlesen auf www.umbaco.de. Wir drücken allen teilnehmenden Bands natürlich ordentlich die Daumen. Toi, toi, toi. Ein wirklich lustiges Line-Up bzw. ein sehr interessantes Line-Up hat die nächste Veranstaltung hier zu bieten. Da sind sogar alte Helden von mir mit dabei, auch wenn es nicht so aussieht. Das Knockout Festival, darüber spreche ich gerade, Knockout Festival 2012. Und zwar am 15.12. in der Europahalle in Karlsruhe. Es spielen Brainstorm, Bonfire, Powerwolf, Krokus, Ladies Voice, Halloween und In Extremo. Ladies Voice, das sind 10 erfolgreiche Pop- und Rocksängerinnen aus der Region und gemeinsam erheben sie ihre Stimme gegen den Krebs. Das ist noch als Randinformation ganz, ganz wichtig zu erfahren. Die Formation sammelt Gelder für das Deutsche Krebsforschungszentrum und den Kinderhospizdienst Karlsruhe. Jeder geladene, jeder geladene Festivalgast wird um einen symbolischen Eintrittspreis von 5 Euro gebeten, der dieser Sache zugutekommen wird. Die zahlenden Gäste können ihre Spendenhöhe frei wählen. Außerdem sind Spendenboxen aufgestellt für diejenigen, die das Kleingeld in der Tasche nicht so gerne haben. Danny Klons von Ladies Voice gibt zu bedenken, Krebs betrifft nicht nur jeden, es kann auch jeden treffen. Der Einlass ist um 15.30 Uhr, der Beginn um 17 Uhr. Alle Infos findet ihr auch nochmal auf http://, ist klar, oder auch www.knockout-festival.de. Am 15.12. könnt ihr im Kraftwerk Fockerode, das ist bei Dessau, Sachsen-Anhalt, das Down Below Xmas Special 2012 erleben. Die Band lädt hier zum großen Jahresabschlusskonzert ein. Neben ihnen stehen außerdem Pakt auf der Bühne. Es gibt die Videopremiere von Stark. Down Below wird das Beste aus ihren Alben spielen und als besonderes Bonbon präsentieren sie Songs aus ihrem Album Symphony 23, letztmalig gespielt mit den alten Bühnenoutfits. Der Einlass ist um 19 Uhr, der Beginn um 20 Uhr. Die nächste Veranstaltung kann man nennen als Vampirale Silvester oder Vampirale Silvester La Danse Décadente. Am 31.12. in der Kreuzmühle in Rübeland im Harz. Das schwarze Volk und alle Vampire werden in die Kreuzmühle geladen, den Jahreswechsel mit einer dekadenten Party zu zelebrieren. Abendgarderobe und noble Blässe werden natürlich gerne gesehen. Die Vampire haben es so schwerer, euch als Sterbliche zu erkennen. Zeremonienmeister sind Remo Sorge und Lisa Morgenstern. Einlass ist um 20 Uhr und Begrüßungschampagner wird ebenfalls auch gereicht. An einem großen Buffet kann geschlemmt werden. Ab 22 Uhr ist die Tanzfläche zum vampiralen Tanz
zugänglich und Mitternacht gibt es natürlich für jeden einen Sekt zum Anstoßen. Der Eintritt beträgt 18 Euro und das sogar inklusive Buffet. Auf geht's in dem Moment nach Rübeland im Harz. Die nächste Veranstaltung für den 31.12. kündige ich mal an als Schwarzer Bahnhof Stadt Böller. So schaut's nämlich aus, und zwar im sächsischen Bahnhof in Gera mit den DJs Ossi aus dem Kult Nürnberg, Elektrolicious, Schwarzer Bahnhof Gera und Gnomi aus der Fabriks Werdau und das Schlö Katakombe Jena. Da könnt ihr nämlich das Jahr 2012 ausklingen lassen. Musikalisch wird das alles von den 80s über Batcave und Gothic Rock bis hin zu Styles Electro. Wird da alles natürlich geboten. Auf dem Metal Floor sorgen da Ish aus dem Darkness Gera und Slain Schwarzer Bahnhof Gera für die Unterhaltung. Gratiskarten gelten an diesem Abend natürlich nicht, da es eine Sonderveranstaltung ist. Wir bitten daher um Verständnis. Ganz klar, der Einlass ist voraussichtlich ab 21 Uhr. Ja, und hier stehen auch schon die ersten Termine für 2013 im Redaktionstext hier gerade, die ich zu lesen habe. Normalerweise, ja, ich meine, das Jahr ist fast rum, ne? 11.01.2013 findet in der Moritzbastei in Leipzig der Planet Maya Day 11 statt. Ja, live mit dabei sind DSTR, Necro Facility, Synac, Asche, Jennifer Touch und Porkfur oder Jennifer Touch and Porkfur. Ja, so ist es, glaube ich, besser ausgesprochen. Als Schallplattenunterhalter stehen für euch bereit Paul Kendall, Cute Heels, D6, Santini and Square 7. Robin Bullocks sorgt für die visuellen Effekte. Bereits jetzt könnt ihr euch Tickets sichern. Der Beginn ist ab 20 Uhr für die Konzerte und ab 23 Uhr natürlich für die Tanzflächen. Ja. Und hier gibt es auch noch eine weitere Suchmeldung jetzt, nämlich Ali the Fiddle suchen einen neuen Basser. Thorsten Hartung hat die Formation Ali the Fiddle leider verlassen und nun wird ein neuer Mann oder eine neue Frau am Bass gesucht. Als Bewerbungskriterien gibt die Band an, also mindestens semi-professionelles Niveau, Teamfähigkeit, Neugier auf Neues, Timing-Festigkeit und natürlich nicht zu vergessen der Groove. Die Herkunft ist egal, Hauptsache die Spielus ist vorhanden. Wer Interesse hat, möge sich unter mail@ali-fiddle.de mit Video- und oder Audioaufnahmen bei der Band bewerben. So, und wir kommen jetzt hier fast auch wieder zum Ende der Sendung. Newsartig, ich sage fast, weil wir ja wieder einen kleinen, aber feinen Hinweis in eigener Sache haben. Nämlich in unserem TV-Programm, da gibt es nämlich etwas ganz, ganz Besonderes in diesem Jahr. Und zwar Camping im Keller präsentieren den ultimativen Adventskalender. Ab dem 1.12. könnt ihr im Programm von Unart Live TV einen Adventskalender der besonderen Art genießen. Jeden Tag gibt es ein tolles Video von der Leipziger Formation Camping im Keller. Ihr könnt mit ihnen Plätzchen backen, Musik genießen und noch viel mehr. Lasst euch einfach überraschen und freut euch auf 24 kleine, aber feine Häppchen. Also nicht verpassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und bedanke mich fürs Verfolgen der Sendung. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dahin alles Gute, tschö, bye bye und au revoir.